Der Luxusmarkt ist doch tatsächlich stabiler, als man denken mag. Es gibt immer reiche Leute. Heute ein Spezial-ETF im Bereich Luxus. Da schauen wir uns doch mal an, was der liebe Stefan rausgesucht hat. Und zwar an die Anlehnung von den ganzen Dave-Reactions mit sozusagen einem Luxus-ETF zum Rolex-Besitzer. Also generell ist das Thema Luxus ja super, super spannend. Habe ich jetzt auch für mich immer wieder festgestellt, wie groß die Nachfrage da ist. Das unterschätzt man echt. Und diese größten Luxusmarken der Welt extrem wertvoll sind. Louis Vuitton, Chanel und weiß was ich was. Und man hat ja immer noch diese ganzen Meilen in Frankfurt, weiß was ich was, London, in Berlin auch den Kudamm. Und dass Leute sehr viel Geld auch für Luxus, Essen und so weiter ausgeben. Klar, mit Corona gab es natürlich einen kleinen Dip. Auch die Asiaten, die jetzt immer größer der Markt sind, haben vielleicht ein bisschen weniger gekauft. Aber dennoch gehören ja Luxusmarken zu den wertvollsten Marken der Welt. Und auch einer der reichsten Menschen der Welt, der Bernard Arnault, ein Franzose, der ist mit seinem Konzern ja auch einer der reichsten Männer der Welt. Kurzfristig war er, glaube ich, sogar der reichste der Welt und ist schon seit 10 Jahren bei den Top 10 immer vertreten. Also sehr, sehr spannend. Das ist doch ein sehr interessanter Markt, wenn man da eine bestimmte Nische möchte, beziehungsweise in das Luxussegment. Unterschätzt man, glaube ich, doch, was dann wirklich sehr wohlhabende Menschen einerseits ausgeben können und wollen. Aber auch gerade, ja, wenn man die ganzen Klamottenmarken sieht, wie Supreme und Co., dass Leute da Outfits für 10.000 Euro anhaben und sich das kaum leisten können oder diesen ganzen Sneaker-Hype und so weiter und so fort, ist das doch ein sehr großer Markt auf jeden Fall. Dann springen wir da mal ein bisschen weiter rein in den ETF, den der Stefan da rausgesucht hat. Das ist der Amundi S&P Global Luxury. Also Amundi ist da immer für eine Überraschung gut. Gucken wir mal, was so die Aufteilung sagt. Vereinigte Staaten, Frankreich, Deutschland, Schweiz und so weiter und so fort. Abweichend der USA war relativ klar, glaube ich, dass das sehr groß vertreten ist. Ja, die Chinesen sind, glaube ich, einfach noch nicht vertreten, weil es da noch nicht so große Luxusmarken gibt. Sonst wären die wahrscheinlich auch mit da vorne dabei. Den Franzosen sagt man ja nach, dass die da sehr viele Marken haben. Deswegen sind die da auch sehr stark vertreten. Ich glaube, die Asiaten gehen dann auch gerade sehr gerne. Habe ich auch in der Dokumentation gesehen, dass Frankreich das meistbesuchte Land der Welt ist, gerade Paris allen voran und ich glaube, die Asiaten da auch allen mit voran sind. Ist, glaube ich, richtig, richtig spannend dann zu sehen und auch wenn der Markt oder die Mittelschicht dort weiter wächst und die Reichen wahrscheinlich noch mehr, dass das auch noch ein Boom für solche Luxusmarken aus Europa werden kann. Gucken wir mal hier auf die Eckdaten so ein bisschen, was da drinne ist. Haben wir hier den Nettoinventarwert, seit wann es das Ganze gibt, so ein bisschen in den NAV, also Netto Value aktuell. Fallvolumen ist auch groß genug mit 230 Millionen. Das passt alles soweit. Die Gebühren, die Tier sind recht günstig mit 0,25. Muss man gleich mal gucken, was da drin sind. Sind wohl 80 ETFs aktuell, 80 Aktien. Also das ist dann auch recht liquide noch, glaube ich, und passt eigentlich. Dann gucken wir mal die Top 10, was die so für eine Gewichtung haben. Da ist man schon mit 56% hin, also sehr lastig auf den oberen Teil, kann man da schon sehen. Dann allen voran, ja, Moët Hennessy beziehungsweise schon klar. Dann als lustiges als zweites ist drin, ist Tesla. Seht ihr Tesla als eine Luxusmarke? Wäre vielleicht auch interessant, mal zu wissen, wie ihr das seht. Klar, es gibt da die Premium-Modelle, aber es möchte ja sozusagen vielleicht ein Alltagswagen werden. Die Premium-Modelle sind Luxus. Ja, die Premium-Modelle auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Ziel ist so ein bisschen auf jeden Fall auch breiter sich aufzustellen. Klar, Daimler, die dicken Mercedes. Nike ist dann auch so eine Frage, was ist dann Luxusmarke, ob man das mit reinnimmt. Tesla Model S ist schon Liebe, schreibt er. Nice, ja. Also ihr seid auf jeden Fall d'accord, dass das Ganze eine Luxusmarke ist. Dann ist auch zum Beispiel hier, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Diageo, oder ist Französisch wieder oder sowas. Die haben ja natürlich auch Spirituosen, da gibt es auch eine günstigere Palette, aber klar, die Luxuspalette generell bei diesen Spirituosen ist ja auch super interessant zu sehen, dass sehr viele, ja, große Künstler
Jay-Z war, glaube ich, so einer der ersten, aber auch irgendwie David Beckham, George Clooney und weiß ich was, viele Superstars haben da ja sehr teure Luxus alkoholische Getränke auf den Markt gebracht und sind da, glaube ich, mit extrem reich auch geworden. Sehr, sehr interessant, dass da auch gerade so viele große Künstler aus Musik und aus der Filmspielszene, Schauspieler könnte man auch sagen und Schauspielerinnen, dort sozusagen auch mitmischen. Also man sieht so, da ist extrem viel Geld im Markt und die Leute wollen da auf jeden Fall. Was wir jetzt nicht drin sehen, zum Beispiel, obwohl es im Bild drin war, ist Rolex. Rolex ist zum Beispiel nicht drin, weil die zwar eine Aktiengesellschaft sind, aber die gehört zu 100% der Hans-Wilsdorf-Stiftung, wenn ich den richtigen Hans-Wilsdorf. Der war der Gründer davon, aber hat das alles in eine Stiftung übergeführt. Also er hat es smart gemacht, weil er irgendwie kinderlos ist. Also einer der bekanntesten Uhrenmarken, ja, die ja, weiß ich was, überall wahrscheinlich bekannt sind. Beim Golf sieht man es, glaube ich, immer relativ stark. Aber ja, noch unabhängiger Uhrenmacher, also ist nicht irgendwie in Konzern reingerutscht. Und ja, ich glaube, die verdienen auch ganz gut. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Und ja, die Franzosen haben da ja einige Marken und dann die Käuferschicht aus Asien, die wird dann, glaube ich, ja auch nochmal so einen Boom, glaube ich, für sorgen können in dem einen oder anderen Markt. Gucken wir mal, was da so möglich ist. Wir gucken ja immer gerne den Vergleich mit dem MSCI World. Das ist ja so das Wichtigste für uns. Das ist sozusagen ja die Richtlatte oder die Messlatte. Seht hier so 2018, 2019 relativ ähnlich. Dann ging es da runter. Auch die Luxusmarken gingen erstmal runter. Sind dann am Anfang sogar mehr eingefallen. Klar, in Zeiten von Lockdown wird jetzt keiner sich eine Gucci-Tasche kaufen, mit der er rumlaufen kann. Wie auch, kann man nicht, gar nicht posen. Aber man sieht dann auch schon wieder hier im Dezember, da geht es jetzt richtig ab nach oben. Also der Aufholeffekt ist richtig krass. Also da haben die wohl mal ordentlich durchgeschossen. Was auch sehr interessant ist, die haben hier unten mal den Referenzindex erzeugt. Und man sieht dort zum Beispiel, dass es seit 2008 Dezember, oder stimmt das hier, 4, 2, 16, eine Rendite von 450% gemacht hat. Also ist auch ordentlich, 12 Jahre, 450%. Kann man schon mal sich sehen lassen, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall stark, was die da erreicht haben. Sieht doch auf jeden Fall nach einem interessanten ETF aus. Wenn man jetzt mal reinguckt, generell, so was das Fazit sein könnte, ist ein sehr spezieller Markt, definitiv. Die haben eine hohe Konzentration in den Top 10, aber der Luxusmarkt ist doch tatsächlich stabiler, als man denken mag. Es gibt immer reiche Leute, die auch dann sehr viel Geld ausgeben und ja, die wollen einfach da sozusagen mitmachen und da könnte man sich überlegen, wenn man sowas Spezielles sucht und jetzt nicht so auf geopolitisch gehen möchte oder Technologien oder man kennt sich sehr gut in diesem Sektor aus, ja, why not? Und man sieht ja auch, dass das Thema sehr nachgefragt ist. Ich glaube, der Marc Gebauer, der macht ja auch so Uhren auf YouTube und Instagram und Twitch, wo der unterwegs ist, das auch sehr nachgefragt ist. Und ja, tatsächlich ist so ein ETF dann auch besparbar, kostenlos bei Trade Republic, Indiba, Scalable, Smart Broker. Ist ja sehr geil, bei der Indiba kann man ja für 1 Euro den kaufen, beziehungsweise die Sparpläne gehen an 1 Euro los. Also kann man sich einfach mal so ein bisschen was ins Portfolio holen, so statt einer, würde ich sagen, irgendwie GameStop-Aktie oder sowas, dass man sagt, okay, das ist vielleicht mal so da ein langfristiger Zock. Das sind vielleicht so Überlegungen, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, aber man soll ja meistens eh in die Ecken schauen, wo die Leute vielleicht nicht so drin sind. Also ja, finde ich ein interessantes Feld. Ich sehe es bei mir jetzt gerade noch nicht so in der Strategie drinne, aber es hat bei mir ein Feld wieder aufgemacht, okay, Luxus ist einfach ein Ding. Und wenn man irgendwie luxusliebend ist und, okay, noch eine kleine Fun-Fact-Story, dann letztens mit einer Freundin hier vom Studium zu Besuch gewesen und deren Freundin hatte dann auch so Balenciaga-Schuhe an und so Jacken, die voll hinten mit allen möglichen Dingern drauf waren und ja, wenn man bei der gemacht hätte, was ist mein Outfit wert, das wäre, glaube ich, auch nicht so günstig gewesen. Wahrscheinlich hat mein komplettes Outfit weniger als ihre Schuhe gekostet. Also es gibt Leute, die kaufen das und wenn die Leute Geld haben, dann sind die da eh gewillt, das auszugeben und der asiatische Markt wird größer. Ja, also könnte ein interessantes Feld werden und dann sind natürlich die altbekannten Luxusmarken aus Europa, USA, Frankreich allen voran natürlich ein mögliches Investment. Ja, was denkt ihr über solche Luxus-ETFs? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr darüber denkt oder ob das was für euch wäre. Moin YouTube, hier ist Bastian von Talabox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen.
Wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.